So, ja, willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy X, dem HD Remaster. Im letzten Mal sind wir in den Makalania-Tempel angekommen und haben Simor ordentlich eins aufs Fressbrett gegeben, weil er der übelste Sack auf ganz Erden ist. Weil ja mal nicht mit unseren Ausdruck übertreiben. Aller übelste ne? Auf ganz Spira. Und ja, jetzt hat er seine Strafe bekommen. Vorerst. Ich weiß, Reaper, mein Bro, du wirst mich hassen, aber ich mag Simor absolut nicht. Man kann es mir nicht verübeln, denke ich mal. Du, ja, schon, aber... Du magst ihn ja, aber du kannst ihn auch mögen. Bro. Ist doch jedem seine Sache. So. Gut. Natürlich fangen wir den Part natürlich so wunderbar an, dass wir hier im Sphärobrett-Menü sind. Ja, die große Trainingssession kommt ja noch. Ihr wisst ja dann alle wo. In Bivel geht's dann richtig los. Haben wir einen Vierer? Ne, wir haben keinen Vierer, ne? Ja, leider nicht. Aber wir können hier Z abgeben. Das ist gut für die Bestias. Na, Yuna wird noch stärker als Lulu. Und Lula hat 32. So, dann wollen wir mal. Prüfung machen und so. Haben wir echt gedacht, wir können ja so hier rüber spazieren? Die lassen uns einfach laufen? Wir haben doch ihren Maester getötet. Die lassen uns doch nicht einfach. Die lassen uns doch nicht einfach laufen. Die würden doch da ihren Meister entehren. So, wie ging der Spaß jetzt nochmal? Auf jeden Fall muss eins Theorit nach unten. So. Ja, nee, das war nicht gut. Er muss ja stoppen. Also er muss ja aufgehalten werden, der Altar. Also muss der erstmal... Müssen wir erstmal schieben. So. Und dann können wir jetzt den Sphäroiden nach unten verfrachten. Ne? So. Und jetzt nach unten. Also erst nochmal so stoßen, dass es... Plops, genau. So, den da können wir auch schon mitnehmen. Der Opel Insignia. Der gute Opel Insignia. So, ich glaube, der muss hier rein. Damit das Ding da oben fährt. Ja. So, wie ging das jetzt vonstatten? Den müssen wir mitnehmen. Muss der hier rein? Müssen sie ja erstmal einmal zusammensetzen, ne? Also, damit wir es offiziell fertig machen. Damit oben dann diese Plattform erscheint.
Ja, die schlimmste Prüfung kommt ja noch. Die im Bewell. Die ist hier die langweiligste. Die zieht sich so. So, jetzt hätten wir es zwar eigentlich schon geschafft, aber deswegen eigentlich noch nicht ganz. Weil das da jetzt aufgeht, da müssen wir jetzt drauf treten. Dann wird das dein Ding da hier runtergeschleudert und dann macht's pfusch. Und dann haben wir da ein Fraktura. Ne? Also aufpassen, nur einmal drauf treten. Beim zweiten Mal kann es dann gefährlich werden. Das kann dann, ne, weil dann wieder alles kaputt ist. Komm, Titus, schieb. Und wusch. So, jetzt einmal das da drücken. Dann müssen wir wieder mit dem uns wieder uns kleine Eiszapfen machen, damit das wieder gestoppt wird. Ne, ist ja die normale Sache der Welt. Die normalste Sache der Welt, so. Der muss jetzt nämlich nach unten. So. Jetzt müssen wir da wieder uns eine kleine Rampe machen. Kabums. So, und jetzt geht's da nach unten. So, jetzt können wir da direkt hinter uns den einfügen. Boom. Bei den Schatz hatte ich früher immer vergessen. Deswegen habe ich gemurrt, hä, warum haben wir nicht alle Siegel gehabt? Weil ich den immer vergessen hatte. So, und jetzt müssen wir wieder dasselbe Spiel von vorn machen. Müssen wir uns den Theorit von oben wiederholen. Also müssen wir nochmal drücken. Den Altar da wieder da drauf schieben, dass der da wieder... dass da wieder zwischenklemmt ist. So, und jetzt können wir das wieder wie am Anfang machen. Nur halt mit der einzigen Ausnahme, dass wir jetzt da schon eine Rampe haben. Und wir den Theoriten da ja schon drin haben. Und ja, das war die Prüfung. Und die ist eigentlich, also vom Nervegrad noch am... Es geht. Wenn du es zum allerersten Mal machst, geht das nicht. Dann ist sie zum Kotzen. Aber ansonsten geht die schon. Wenn du nach ein paar Mal dann gemacht hast. So, jetzt brauchen wir noch eins machen. Das Ding da unten anschieben. Und jetzt wieder wie gewohnt. Diesen Sphäroiden da wieder an die Säule und dann haben wir es geschafft. Und dann jetzt oben ganz langsam laufen. Ja, nicht zu schnell, sonst ist wieder alles putt. Sonst haben wir wieder alles putt gemacht. Und dann sage ich euch, gibt's alte 4. Hey, kannst du mich mal ganz schnell hier reinlaufen? Oh, we did it!
please. Give us a chance to explain. No need. I already know what I'll tell the other maesters. Meaning? Lord Seymour was the leader of the Guado before becoming a maester. You're not letting us go. Let you go? Lord Seymour would never forgive us if we did. Wait! Wait! Jiskel's sphere! We can show it to them! You mean this? Hey! The Guado take care of Guado affairs. Run! Away! Run! Wir hätten es fast geschafft, dass wir einen entkommen, aber leider. Also irgendeiner muss kommen. Ach Mensch. Schnauze jetzt mit einer Potion. Oh. Aber ein zweiter kommt nicht. War zwar ganz dicht auf den Fersen. Aber jetzt ist Ruhe. Cool, ne? Also wenn man, ich weiß nicht, wenn man ganz schnell ist, aber ich glaube, so schnell hat so niemand geschafft, dass man da den Truppen ausweichen kann. Halt. So, hier wäre theoretisch auch eine Leveling-Stelle, ne? Also eine Levelstelle. Weil hier auch relativ gute Monster kommen. Und die Atmosphäre ja hier auch episch ist. Mit dem ganzen Wind und so. Tidus, du haust ja los. Weil sogar Lulu jetzt die bessere Wahl wäre. Weil wegen den Puddingen. Und es ist hier 1000 Zauberkit. Aber in Bevel wird es noch besser. Ja, sind wir ja bald in Bevel. Also noch lange nicht, erst kommt. Oder? Nee, erst kommt noch das Heim. Ja, genau, und dann. Stimmt, stimmt, danach kommt dann. War schon zu schnell. Bin immer zu schnell. Oren hat Drohnen erlernt. So, und Lulu ist jetzt eigentlich fast fertig. Muss bloß noch bis runter. Also sprich nur noch hier. Ich
brauche noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Obwohl, nee, ein Stück geht auch noch. Ich habe jetzt gedacht, bei ihr ist Schluss hier mit. Ah, okay, ich habe den Weg nicht gesehen. Gut, dann ist er nicht fertig. Ich habe nichts gesagt. Vergesst das. Mach mal alles in Bewell. Will eigentlich alle drei treffen, deswegen. Genau, dass die umfallen. So, ist natürlich voll aufgepowert. Ich rate, wir haben mit Yuna keinen Antizid. Ich wusste es. Wir können auch keinen Antizid machen. Läuft ja super. So, man kann Kimori was lernen von dem. Hey. Sagen, es hat aber die Kraft ein bisschen gemindert. Hilft das? Jo. Ich glaube, Magie macht er gar nicht. Müsste mal Yuna hauen. So komisch, wie es klingt. Ihre Ekstase steigt.
Ja. Nicht so dolle. Mensch. Kollege. Du. Kick dich steil weg, du. Das war nicht gut. Jetzt kann er Titus umhauen. Oder doch nicht. Gott sei Dank. Ich schau noch ein bisschen runter. Dass wir ihn vernichten tauen können. Aua! Dürfte eigentlich nicht umbringen. Mit Protest und so. Ja, doch immerhin. Jawohl, so, jetzt brauchen wir nur noch ein bisschen HP runter und dann beschwören wir Valfaris oder... Ja, noch ein bisschen. So, jetzt aber. Jetzt müsste man eigentlich vernichten Blatt kriegen. Oder wir hauen noch mal Sicherheitshauer mit Titus drauf. Der tötet ihn jetzt versucht. Okay. So, aber jetzt. Wo ist das ein Eis? Eiswendigo? Nee. Dann können wir auch Luna das Vergnügen geben. Sie ist gerade die stärkste. Na, ja, wunderbar, Mann. Einwandfrei, Liebes. I'm so proud of you. Oh oh. Jetzt rast er aus. Na, hat's doch gelohnt. Praise be to Yevon. That's what I would have said if I was a follower of Yevon. We were all there and in one piece, even if I had a headache from wondering what was in store for us next. Wo ist denn dann die Z? Da. Ja, da kommen wir bald hin. Warte mal, hier gibt es auch eine Kiste, oder? Ja, hier hinten einmal.
Da ist uns Riku noch nicht hin. I'm sure Yuni's okay. She's breathing fine and all. How are Lulu and Waka? Well, Waka's in shock. Can't blame him either. And Lulu, well, she's just the same as always. She's so together. All grown up, I guess. I guess. Well, just give me 5 or 6 more years. So, Kamari, how do we get out of here? Hey, don't change the subject. Oh, We climb. Kamari too. Only those who try will become. Riku should stay Riku. Huh? I think he means you have to work hard if you want to be like Lulu. Oh, I will. Kamari think Riku should stay Riku. Huh? Hey, are you saying I'll never be like Lulu? Kamari! How can you laugh at a time like this? Yuna? Entschuldigung. I wanted to confront Maester Seymour about his father, Lord Jiskol. I wanted to convince him to turn himself in to Yevon's judgment. In exchange for marriage? Yes, if that's what it took. So, what did Seymour say? He didn't say anything. Now I don't even think it was worth it. I should have told you what I was going to do. Enough! Dwelling in the past is futile. Hey, you don't have to say it like that. You want to waste time listening to her regrets? You don't have to say it like that. Our immediate concern is Yuna's pilgrimage. Are you willing to go on? Yes. But then, do you think Yevon will allow it? The Faith are the ones that give power to the summoners. Not the temples or the teachings. If the temples try to stop us, then we will defy Yevon if we must. Whoa! I can't believe you said that! Sir Auron? Count me out. We have to atone to make up for the sins we have committed. Of course, it's not like I ever liked Maester Seymour, yeah? No way I'll ever forgive him for killing Lord Jiskol. And for trying to do us all in too, you know? But still, the bunch of us going against Yevon? No way! But still, we have transgressed and must face our punishment. We must go to Bevel. We must speak with Maester Micah and explain what has happened. There is no other way, I think. I agree. Sir Auron? So it is decided. Will you come with us? I am the troublemaker, after all. Yeah, that's right! You can always count on Auron to complicate things. Yeah! Kamari roars, and Auron runs off, and... I never asked you to follow me. Hey, but that's what friends are for. Right? Yep. Thank you. Huh? Friends, huh? Man, how can you all act like nothing's wrong? Must got nerves of steel or something. You're too edgy. Listen to the hymn and calm down. Listen to the hymn and calm down. Das wäre eigentlich ein schöner Spruch für ein T-Shirt oder für ein Sweatshirt. Listen to the hymn and calm down. Gibt's bestimmt. Is that coming from the temple? Yes, it is Yevon's gift. It soothes the hearts of the faithful.
say, you feel something weird in the air. Some kind of bad vibes or something. I thought so. I really feel weird. Friends, huh? First time a non-Albed called me that. I'm sure that Maester Micah will listen to us. This place smelled different now. Kemari not know if this good or bad. Who is that singing? The Faith. Oh. Huh? The Faith? What? It can sing? Of course it can. Don't be a fool. Don't be a fool. Okay. Wir haben wieder eine halbe Stunde rum. Oh, das geht immer so schnell, Mann. Man will am liebsten länger spielen. Dann habe ich hier nicht nur eine halbe Stunde Ports, sondern Stundenports. Ach gut, meine Lieben. Dann machen wir erstmal wieder eine Stelle. An dieser Stelle eine Pause. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut und haut rein.